Oh, das ist süß. Das ist was sweet. Die Mission ist wahrscheinlich mein Favorite. Und mit ihm können wir jetzt schnell reisen? Dieses Portal ist noch nicht mit dem anderen verbunden. Wenn du mir eine Feder bringst, kann ich es verbinden. Ja, die Vögel, die wollen nicht mehr. Die mögen nicht mehr richtig. Das Schöne ist ja, das hat ja alles so... Ja, so diese Häuser, ne? Mit den Schiebetüren und dann so... Teilweise so ein bisschen asiatischem Stil. Das punktet ja immer bei mir, ne? Sowas punktet ja immer so, ne? Japanisch oder auch Richtung China, so der Stil. Das punktet bei mir ja, ne? Gibt's immer schöne Bonuspunkte. Ist jetzt hier nicht überwiegend. Aber zwischendurch sie erkennt man dann doch etwas. So. Ich glaube, wir sind hier wieder am Anfang, wo wir damals begonnen haben. Genau. Dann brauchen wir da ja eigentlich nicht drüber balancieren. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal. Oh, da kommen wir nicht rüber. Kann das vielleicht ausstellen? Sieht nicht so aus. Aber wir können rennen. Warte. Können wir ein bisschen flotter. Ich glaube, wir müssen aber wieder klettern, ne? Oder wir müssten einen Vogel fangen. Was ist hier mit der Mülltonne? Da sind wir ja damals... Da, hier haben wir angefangen. Müsste einen so einen Vogel kriegen, um... Ey! Wahrscheinlich gibt es einen Erfolg, wenn man getroffen wird. Wahrscheinlich gibt es dafür einen Erfolg. Da muss ich klettern. Ach, guck mal. Gibt es jetzt Efeu. Super. Das könnte ein bisschen zu hoch sein, oder? Oh ja, das ist zu hoch. Das ist viel zu hoch. So, jetzt sind wir wieder hier. Da ist auch wieder was zum Klettern. Ich glaube, das ist alles zu hoch. Das hier vielleicht nicht. Huch, einmal bitte springen. Ob der Spiegel hier funktioniert? Okay, sollen wir noch irgendwo hinspringen? Das ist Efeu, ja, da müssen wir aber bei dem Großen hochklettern. Das geht nicht. Da hinten hätten wir noch Efeu, dass wir vielleicht erklimmen können. Oh, falsche Taste. Sonst sehe ich jetzt hier nichts. Das sollten wir hinkriegen. Oh, wo geht's denn hier lang? Ach, wieder die falsche Taste. Oh, gotcha. Oh, ist das süß. Und was haben wir drin? Eine Aubergine-Mütze. Ich verstehe nicht, warum man Aubergine auch Eierfrüchte nennt. Weiß ich jetzt auch nicht. Sollen wir mal nachgucken? Sollen wir mal ein bisschen was für unsere Bildung tun? Sollen wir mal schauen? Warum nennt man Auberginen auch Eierfrucht? Die Form- und Farbenvielfalt der Aubergine. Ein nach wie vor geläufiges Synonym für die Aubergine ist übrigens Eierfrucht. Der Name bedeutet auf die Wildform hin, welche in Form, Größe und Farbe dem Hühnerei gleich. In Großbritannien heißt die Aubergine deshalb noch heute Eggplant. Ah. Ach echt? Hätte ich, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Naja gut, dann legen wir das mal wieder beiseite. Okay. In Großbritannien sagt man sogar noch Eggplant. Oder Eggplant. Mhm. Dies ist a Katze. Hallöchen. Schönheitsroutine. Katzenwäsche mit Stil. Oh. Sag ich mal. Oh. Das sind die knuffigsten Emotes. Sitzen, liegen. Ja, ihr geht jetzt nicht unbedingt cute, aber gibt es hier auch. Ja, das hat unsere Katze auch immer gemacht.
wenn sie eine längere Zeit lag und dann ist sie aufgestanden. Ach ja. Haustiere können schon was Tolles sein. Habt ihr auch Haustiere? Könnt ihr ja gerne mal in die Comments schreiben. Habt ihr einen Hundi? Ein Kätzchen? Oder etwas anderes? Oder mehrere? Gerne mal mitteilen. Guck mal, da ist ein Vogel. Leicht kriegen. Vielleicht mal ein bisschen vorzeitiger springen. Oh, den haben wir, oder? Den haben wir doch. Den haben wir, yes. Wir tun dir nichts, Vögelchen. Wir wollen nur eine Feder. Wir könnten sogar noch eine ergattern. Da freut sich ein Tanuki. Warte, warte. Ah, könnte ein bisschen zu früh sein, oder? Nee, sieht gut aus. Da ist noch ein Vögelchen, aber das ist ziemlich schlau. Das ist im Wasser. Ist da ein Blinky hinter? Nee. Auch kein Blinky, glaube ich. Hm. Oh, ja, da sind wir schon drüber. Ich glaube, da haben wir uns noch nicht komplett umgeguckt, ne? Alle hopp. Hier kommt es gleich mit der Ente wieder. Ich verklick mich immer beim Rennen. Ich will mal rennen und dann geht das nicht. Oh, da hinten ist ein Blinky. Oh. Ah, Touris sind auch immer schön. Ich hab mal im Blender habe ich ein eigenes Touri designt. Ich müsste das 3D-Objekt auch noch irgendwo haben. Nee, ein Pavillon. Ein Touri, glaube ich, habe ich auch designt, aber ich habe ein Pavillon. So ein asiatisch aussehender Pavillon. Habe ich mal designt im Blender. Ein Touri, glaube ich. Hat sich das gerade bewegt? Möchtest du reisen? Nee, im Moment nicht. Sag mir Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Das ist eine coole Introduction zu einem Schnellreisesystem. Oh, ist das schön. Das ist ein schöner kleiner Garten. Wenn ich ein Grundstück hätte und die Möglichkeiten, sowas zu bauen, das wäre ein Träumchen. Einen asiatischen eigenen Garten. Boah. Das wäre ein Träumchen. Huch. Kommen wir da durch? Nee. Mau. Weiß nicht, ob wir das hier so rüber schaffen würden. Ja. Ja. Ich hab ein bisschen Angst, ob wir hier jemals wieder rauskommen. Muss ich zugeben. Ist gewollt, dass wir hier reinlüpfen können? Kaktusmütze. Eine perfekte Mütze, wenn man die anderen auf Abstand halten will. Ah, oh, okay. Ah ja, okay. Hier können wir durch. Mhm. Aber ich habe halt ein bisschen noch die Hunde... Hunde-Kapuze auf. Das war ja funny. Habe ich jetzt aus Versehen herausgefunden. Guck mal. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen bei einer Katze. Im Real Life. Also jetzt so richtig Auge zu Auge. Oh, hallo. Also so richtig, dass eine Katze den Schwanz jagt. Also ich habe das noch nie gesehen. Nee, also das habe ich wirklich noch nie mitbekommen irgendwie. Möchte irgendein Hund einen Knochen? Wüsste, wo ein Hund wäre, aber ich weiß nicht, ob ich den Knochen so weit mit transportieren kann. Lass den erstmal hier liegen. Ich weiß ja dann, wo der ist. Oh, eine Rutsche. Ist das der Roboter? Von dem gesprochen wurde?
Jetzt hat Spaß. Ah, nee, da ist der Roboter. Ah, okay. Ah, da ist nichts. Blinky, Blinky. Und Vögelchen. Einfach schon mal Federn im Voraus sammeln. Oh, das reicht nicht, oder? Weiß es nicht. Reicht das? Das reicht, okay. Die Vögel sind aber auch cute. Und die Tiere sind hier wirklich cute designed. Auch hübsch. Hübsch designed. Hallo, wollen Sie mich schmusen? Bitte. Schmusen Sie mich. Okay. Dann lass uns versuchen, da hochzukommen. Das sind nämlich Blinkies. Könnte ein bisschen schwierig werden, richtig? Das könnte schwierig werden. Ich versuch's mal. Wenn wir hier auf den Mülleimer kommen, könnten wir das schaffen. Ja. Super. Hier gibt's Drinks. Mhm. Oh, da ist wieder ein Teleporter. Warte mal. Ah, dieses Portal ist noch nicht mit den anderen verbunden. Wenn du mir eine Feder bringst, kann ich es verbinden. Ja, bitte sehr. Damit aktivieren wir die Schnellreisensysteme. Ah, okay. Aber ich wollte ja gar nicht weg. Pro Feder können wir ein Schnellreisesystem, das wir noch nicht verbunden haben, aktivieren oder verbinden. Ist das hier so ein Automat? Hallo? Kann ich dir helfen? Ah. Kätzchen, du siehst aus, als würdest du gern stylische Accessoires tragen. Danke, dass es dir aufgefallen ist. Ich bin ein sehr aufmerksamer Krähe. Allerdings, es war schön, dich wieder zu Themen wechseln. Hast du schon von meinem glorreichen neuen Geschäft gehört? Es heißt Blinkies für Münzen. Für Mützen, Entschuldigung. Verkaufst du jetzt Mützen? Keineswegs. Aber es heißt doch Blinkies für Mützen. Ha, das ist das Clever daran. Ich verkaufe keine Mützen, sondern Zugang zu Mützen. Die Mützen leben nämlich in diesem kleinen Automaten. Und dir, hilfloses Kätzchen, fehlt die geheime Weisheit, um diesen Automaten zu benutzen. Ich bin kein hilfloses Kätzchen. Lass uns jetzt nicht darüber streiten, wer wen hilflos genannt hat. Nicht, wenn es um Mützen geht. Nur ich, Krähe, kann das uralte Krähenritual ausführen, bei dem man eine Marke einwirft und einen Knopf dreht. Das klingt jetzt aber nicht so schwer, womit wir beim Thema wären. Mein Vorschlag lautet wie folgt. Für 5 Blinkies kannst du eine Krähe, also mich, anhören, die dir eine Mütze besorgt. Also verkaufst du doch Mützen. Nein, ich bin ein Vermittler, der innerhalb eines Crowdworking-Systems agiert. Mit einem Tauschgeschäft namens Blinkies für Mützen? Ja, aber nur bei Blinkies mit Zugang zu Kräne, die Zugang zu Mützen haben, in der Marktforschung schlecht abgeschnitten haben. Wenn ich also 5 bezahle, bekomme ich eine Mütze. Übersiehst die subtile wirtschaftliche Genialität meiner Idee. Ich reguliere den Mützenmarkt. Also willst du jetzt eine Mütze haben oder nicht? Ja, bitte. Bitte sehr. Ui, das ist cool. Miau, die Kumpel. Okay, warte mal. Das ist natürlich cool. Oh, ich musste noch auf Übernehmen klicken. Zeig mal. Oh. Miau, die. Aber noch eine? Ich glaube, die 4. Ah. Weil so viele Mützen haben wir nicht. Münzen, meine ich. Entschuldigung. Willst du eine Mütze kaufen? Ja, bitte. Astronautenhelm. Das ist ein kleiner Schritt für eine Katze, aber ein gewaltiger Sprung für die Katzenwelt. Haben wir noch einen? Hör damit. Noch eine Mütze ist da drin. Ich bin ein Sicherheitshorn. Einhorn. Okay, mehr können wir nicht holen. Das ist ja funny. Wir könnten den Automaten leer kaufen, wenn wir jetzt noch eine finden. Wie sie sich kurz hängen lässt.
Oder er. Oh, Blinkies. Ja, dann können wir uns den Laden leer kaufen. Let's go. Hui. Hallo. Maudi. Hallo. Ah, Hilfe. Der stolpert schon fast über uns. Jetzt kriegen wir den Zauberhut. Hexenhut. Eine Hexe. Zum Glück weiß ich genau, wo ich eine kleine schwarze Katze finden kann. Oh je, dieser Minzautomat ist leer, Kätzchen. Probier es bei einem anderen Automaten. Hallo. Hallo. Oh. Süß. Was steht da drauf? Ich bin ein bisschen eingerostet, aber ist auch ein bisschen schwieriger zu lesen. Nee, also das letzte vor allem, die letzten zwei sagen mir gar nichts. Wie gesagt, Hiragana und Katakana bin ich durchgegangen. Das Einzige, womit ich Probleme habe, ist Kanji. Da kommt mir nichts im Sinne. Alle hoppa. Dankeschön. Oh. Ui. Meine Blinkies. Na, meine Menge Blinkies. Hallo. Wollt ihr schmusen? Hi. Hi. Was hat die da in der Hand? Ach, ein Donut. Ja. Gegönnt sei es ihm. Einer so lieben Frau. Da gönnen wir doch einen leckeren Donut. Selbstverständlich. Oh, zu süß. Schönes, entspanntes Spiel, muss ich zugeben. Wahrscheinlich ist es hier eine, ja, habe ich mir schon gedacht, eine, das hier ist Ende, Border. Eine, hier kommst du nicht weiter. Hallo Vögelchen. Oh, ich dachte schon, er kriegt mich. Oh, die Vögel sind auch so sweet. Oh, das ist aber groß hier, ne? So, da ist auch noch mal eine. Ob der jetzt beim nächsten Mal zwei haben will? Weil eine Feder ist ja schon recht günstig, ne? Eine Feder. So. Huch. Hallo. Eine Feder? Ja, bitte sehr. Das ist doch gar kein Problem, eine Feder. Aber ich möchte mich ich möchte nicht teleportiert werden. Ich möchte ganz gerne da bleiben. Okay, dann schauen wir mal, was es hier zu sehen gibt. Ich kann auch gerne das hier mal einmal wegziehen. Oh, ein Blinky Blunky. Ein Blinky Blunky, ja, ja. Wollen wir hier auch nochmal? Und hier muss irgendwo in der Nähe auch ein Fußball sein. Schauen wir doch mal nach, ob wir den finden. Ist der vielleicht hier? Und das kann ich einsammeln. Oder haben wir den schon gesehen gehabt? War hier irgendwo ein Fußball? Jetzt kein. Ist das ein Eiswagen? Halt, vielleicht mal von der anderen Seite? Könnte sein. Das war ganz, ganz knapp. Entschuldigung. Ah, ey. Oh, sie stinke ich jetzt. War nicht meine Absicht. Ist das ein Kino? Ich glaube, das ist ein Cinema. Oh, wo soll der Ball denn sein? Ab in die Kiste 3 von 5. Für komische Geräusche. Irgendwas macht hier Piu Piu. Könnte der Ball sein.
Mal gucken, was steht da oben? Puh. Hallo, Blinky. Warte, ich kriege dich.